So, Aufnahme startet. Laut Handy ist es jetzt 8:23 Uhr. Das Kontrollvideo, ob denn jetzt endlich die Uhrzeit stimmt, es geht gar nicht. Es ist immer unterschiedlich. Ja, seid gegrüßt, liebe Zuschauer. Heute ist der achte Tag. Wir befinden uns auf dem Parkplatz an der Jännerbahn bzw. am Königssee zu dieser Überfahrt mit dem Dampfer. Die beiden haben gerade ein Parkticket gezogen. Was habt ihr jetzt bezahlt fürs Park? 6 Euro mit Gästekarte. 6 Euro mit Gästekarte für den Tag. Ohne Gästekarte kostet es 8 Euro. Genau. Okay, also ohne Gästekarte 8,50 Euro, ja? Kriege ich Vergünstigung, wenn ich im DAV bin? Im DAV, Deutschen Anglerverband? Nee, im Deutschen Alpenverein. Ja, wir haben vor, heute mit der Jännerbahn hochzufahren, erst zur Mittelstation und dann irgendwo eine Runde laufen. Und dann fahren wir dann wieder runter, ja? Ja. Gut. Aber was ist denn das hier? Ach, für Tickets. Nee, für Tickets. Na, du suchst jetzt eine aus, am besten mit Glasboden. Nee, ohne Glasboden. Hier, wollen wir den kleinen nehmen hier oder was? Na ja, klar, nehmen wir den. Na denn? Nein, mit euch. Ach du Scheiße. Geht jetzt die Tür da? Ja, hier genau. Aber schön, die ist aber schön gemacht. Die hat eine Million gekostet, das zu machen. Milliarden. Trillionen. Cool. Oh, ist da oben. Oh Gott, das ist schlecht. Ich immer wieder. Warum lernen? Stand ja nicht von sitzen bleiben, oder? Nö. Wir können hier rumwackeln. Würde da mal bitte sitzen bleiben? Wer? Ich weiß ja auch nicht, ob das überhaupt schaukelt. Hört auf, das wäre. Seid ihr ein paar Leuchter, ey. Oh, sieht das schön aus. Cool. Ach, schön. Das ist ja mehr als entspannt, die Hochfahrt. Ja. Ja, für ihn, der nicht schwindelfrei ist, ist das entspannt. Oh, wenn man das hier nach hinten so raus will, bist du. Der Watzmann da oben, da ist gerade eine fette Wolke zwischen den Beinen. Oh ja, oder Watzi. Watzeli. Oh, hier ist eine Fliege drin, Anna, toll. Ja, lass sie, die fährt umsonst mit den Aas. Bestimmt eine chinesische. Ey, jetzt hier schräg hoch. Hier, Basti, Glover. Nee, hier sind wir ohne lang. Irgendwie erkennt. Den Weg, sind wir den gestern gekommen, Basti? Ist das der? Nee, ist er doch, oder? Seid ihr unter der Jännerbahn durch? Ja, ja, wir sind hier lang gelaufen. Irgendwo. Nee, hier sind wir nicht. Ja. Noch muss man weiter. Hier, jetzt, was jetzt kommt, der genau Weg, da, glaube ich. Oh Mann, jetzt wird es aber stark. Jetzt ist es krass, ja. Oh. Du musst immer daran denken, wie viele da schon mit dir fahren sind, ohne dass was passiert. Und wie viele schon gestorben sind. Na, keiner. Doch, hier war man unbeglückt. Echt, ja? Jännerbahn. Wie die Wolke im Watzmann festhängt, ist die krass, genau dazwischendurch. Ja, na, die suchen sich ihren Weg. Ja. Boah. Das sieht doch wieder aus. Mega. Das sieht ganz toll aus da hinten, der. Was auch immer für ein Berg. Boah, geht das jetzt schräg hoch hier. Oh, meine Ohren. Mhm. Seid ihr oben? Ja. Gerade ein bisschen beängstigend, so wo es langsamer wurde, es war ein komisches Gefühl, ja. So ein komisches Gefühl, ne? Und bis da wollen wir auflaufen nach Prostmahlzeit, ne? Da sind wir ja schon fast oben, oder? Ja. Na, guck mal, da geht's noch hoch. Mal gucken, ob man da hochkommt.
bei dem Schnee. Guck mal, hier ist kaum noch. Mit Spielplatz. Nicht aus. So. Weiterlaufen lassen. Jetzt auf deinen Rucksack und hier die Kamera. Mhm. Nun. Links hier raus, bitte. Ganz vorne, diese gerade. So, Jännerbahn Mittelstation. Hier ist nichts ausgeschildert. Da hoch müssen wir irgendwie und dann ist es gut. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, naja, es ist relativ neu gemacht, hier stehen noch gar keine Schilder anscheinend. Also wenn ihr hier in der Mittelstation seid, ja, wir haben gedacht, wir haben eine Drei-Fahrten-Karte gekauft, ist aber nicht so. Eine halbe Strecke kostet 16 Euro, so. Und wenn man ganz rauf will, sind es dann sozusagen das Doppelte. Und wenn man ganz runter will, ist vierfacher, beziehungsweise wenn man gleich vier Karten Fahrten kauft oder drei Fahrten, wird es ein bisschen billiger. Aber mit drei Personen bezahlt man dann 150 Euro ungefähr, ja? Wenn man hoch und runter will. Das ist schon krass, deswegen haben wir uns entschieden. Ganz so dicke haben wir es nicht, dass wir jetzt wieder runterlaufen und dann was anderes machen. Krass. Aber wenn ihr hier seid, besucht die Scheißhäuser, die sind gratis und sehr schön, sauber. Ja, ich nutze es aus und lasse mir Zeit. Sieht so aus. Geil. Ja, krass. So. Ist die Nase, ja? Augenhöhle und die Haare von ihr, die hat lange Haare, sind so der Berg. Die fallen runter, weil sie liegt. Ach, jetzt erkenne ich das. Ja. Ja? Ja, ja. Klar. Leider liegt da oben ganz viel Schnee, wir kommen nicht weiter. Deswegen laufen wir einfach wieder zurück. Die Frau in der Talstation, die wusste es gar nicht, ob man da hochkommt zu Fuß. Die verkauft bloß die Fahrkarten. Mehr ja, weiß er nicht. Nur ans Cash. Ich weiß Cash es machen. Nicht. Auf jeden Fall. Ja, was haben wir jetzt für eine Person für die Hochfahrt hier bezahlt? 16 Euro? Boah, 16 Euro. Ja. Und wir nehmen jetzt hier so einen kleinen, unwegsameren Pfad zu diesem Becksteinhaus. Der ist ein bisschen interessanter. Hier muss ich einen anderen D-Filter drauf machen. Oder? Ah, es geht. Ach, grüß dich. Grüß dir.
Da verbleibt es. Ach, da kommt es. So, ihr seht hier im Hintergrund, ja, hier die wahrscheinlich einzigen beiden Bänke für Wanderer am Wanderweg im ganzen Berchtesgadener Land. Kriegt euch das gut ein, ist, wenn man von der Mittelstation vom Jena Richtung Königssee läuft, da darf man sich wirklich niederlassen. Achso. Willst du jetzt wirklich Stufen runterlaufen? Das wird doch nicht die ganze Zeit so gehen, oder? Na, da steht Stufensteig. So, wir haben keinen Bock, Straße zu laufen, deswegen laufen wir jetzt, da wir aus unserer Übung da vorgestern was gelernt haben, laufen wir jetzt hier den Steig runter. Diesen Stufensteig. Ein falscher Schritt und man rollt da ins Gebüsch. So, geh du mal vor. Du bist schneller als Mutti. Dann fällst du mir in den Rücken, wa? Hey, war gut. Ja, weiß ich. Pate 99 ist ein Künstlername oder Jeezen. Auf Soundcloud könnt ihr euch mal reinziehen. Mit 3 I. Mit 3 I? Also G-I-I-I-S-E-N? Nee. I-I-I-E-S-E-N oder was? Alter, krass, so viel I's, ja? Schaut da oben. Brandenburger Berg, sicher. Da haben wir uns, ja doch, ich glaube, war ein Fehler. Mutter Natur. Geht schon, wa? Das ist schon übel, ja. Ist gar nicht mal so ohne mit den Stufen hier. Ja. Nicht für jeden geeignet. Vor allen Dingen, wenn man nicht mehr richtig große Schritte machen kann, die Knie nicht mehr beugen kann vernünftig, ist echt... Wenn man nicht mehr schwindelfrei ist, dann sollte man nicht mehr. Nicht so zu empfehlen. Bin ich zwar nicht, aber es wird. Oh, die ist leicht verzogen. Ja, also wenn es hier regnet hat, dann braucht ihr hier nicht lang gehen, dann packt ihr euch schön auf die Schnauze. Alle check? Ah, ja, ein schöner Steig. Das solltet ihr auch mal probieren. Ja. Coole Sache. Angenehm, also ich ist muss okay. Sagen, ist okay. Wirklich okay. Ja. Besser als die Straße runterzulaufen. Ja, na, beim Eppenberg, da ging es wirklich schon richtig steil runter. Da hatte ich ein bisschen mehr Schiss. Aber hier. Dann kann ja alles passieren. Das ist der Redstone. Ja, hier wird dann soll es ja kurz noch mal heute. 12:42. Ja, na dann kommt das jetzt. Oh, scheiße, müssen wir uns. Nun weiß ich nicht so recht. Darüber? Oder hier unten runter? Das ist dann irgendwie wie eine Treppe. Das scheint ziemlich rutschig hier auch zu sein. Ja, es geht, es geht. So. Aber wo lang? Die Treppe lag anscheinend mal woanders.
Lieber Tourismusverband, bitte, bitte irgendwie wieder herrichten.